Wir bewerten im Hintergittern heute den Auswärtssektor im Vorwärtsstadion des SK Vorwärts Steyr von und zu Steyr. Eintrittskarte war der Vollpreis 14 Euro, ermäßigt 11 Euro, das ist ziemlich im Durchschnitt. Ja, Zweier, passt schon. Die Kulinarik war ein bisschen reduziert, leider im Auswärtssektor. Die klassische Steyrer Stadion-Bosner, die gab es leider nicht zu erwerben auswärts. Als ausgeschenktes Bier wurde Eggenberger, 4,60, durchaus stolzer Preis mittlerweile, aber großes Wasser 2,70. Naja, die kulinarische Auswahl war zwischen einer Leberkassemmel für 3,40 Euro und einem Bratenwecker für 3,90 Euro. Konnte ich leider alles nicht ausprobieren, deswegen muss ich das jetzt einmal so hinnehmen, so wie es ist. Gehen wir für die Kulinarik am Dreier, weil es war wenig und es dauert immer ein kleines bisschen im Auswärtssektor bei der Vorwärts. Der Sektor selbst nicht überdacht, das hat man gestern wieder mal gemerkt und das ist leider dann teilweise ein bisschen gefährlich, weil dadurch bildet sich so ein gewisser Schlamm auf dem Erdhang, über dem sind einige abgerutscht, da hat es noch einen Verletzten gegeben. Ja, suboptimal. Halten wir zugute, unter Normalbedingungen ist das ein solider alter Auswärtssektor, Betonstufen mit eben dem kleinen Eidwall davor, wenn es jetzt gerade nicht schüttet und regnet, ist das absolut ausreichend. Ganze Hintertorseite für einen selbst, das ist schon, wenn man mit größerem Anhang reist, schon ganz geil. Und man sieht im Prinzip alles vom Platz, also nicht wirklich großartige Sichtbehinderungen. Man kann den Regen halt trotzdem nicht ausblenden, bleiben wir da, also auch bei einem Dreier für den Auswärtssektor bei der Vorwärts. Das Stadionleben ist als Ganzes. Man darf sich beim Vorwärtsstadion natürlich kein modernes Stadion erwarten und mit Verlaub für Nostalgiker wie mich, das ist besser als jedes moderne Stadion. Der Vorwärtsplatz ist mitten in der Stadt. Man merkt, wenn ein Spieltag ist, alleine dadurch schon. Und das können nicht mehr viele Vereine in Österreich von sich behaupten. Das Stadion selbst atmet noch ein bisschen so den Geist 80er und 90er, aber auf eine so schöne, positive Art und Weise. Man muss dieses Stadion einfach gesehen haben. Es ist eins der einzigartigsten und schönsten Stadien des Landes und alles andere als einen Einser zu geben, könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, selbst wenn es keine wunderschöne moderne Anlage ist, wie es manche so gerne haben wollen. Das ergibt insgesamt dann eine Note von 2,25, also ein schwacher, solider Zweier für das Vorwärtsstadion von und zu Steyr. Ich gebe zurück ins Studio. Ja, da kommt er fast ins Schwärmen bei dieser Erfahrung, Liebestarena, Richard Tukovic. Ich frage mich, ob er absichtlich eine rote Kappe aufgesetzt hat diesmal, um dem Ganzen ein bisschen Steyr-Vibes zu geben. Ja, stimmt. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die wären mir gar nicht aufgefallen. Aber es ist tatsächlich ein sehr oldschooliger Auswärtssektor. Ich frage mich, ob man mit Stoppelschuhen reinkommt, wenn es regnet, um besseren Halt zu haben. Wäre vielleicht als Auswärtsfan jetzt ja gar nicht so schlecht, aber so generell, wo landet bei deinem persönlichen Stadion-Ranking in Österreich das Steyr-Stadion? Bei mir, ganz ehrlich gesagt, mindestens Top 5. Es ist rein von der Nostalgie, von der Art und Weise, wie es gebaut ist. Ich bin eben auch in den 90ern groß geworden, wo Steyr noch in der Bundesliga gespielt hat. Ja, in den Nullerjahren im Grunde, ja. Aber in den 90ern habe ich die Geschichten gehört von den Spielen in Steyr. Und das finde ich war schon immer besonders, weil du bist eben extrem nah dran am Platz und hat so eine ganz eigene, einen schönen Nostalgiefaktor, das Steyr-Stadion. Ja, es ist was anderes als diese. Auch wenn es jeder immer sehr, als sehr individuell anpreist, als diese Neubauten.